Leute, ich bin Mike von James Temple Kunst. Zeige ich euch den zweiten Teil von meinem Apo-Tutorial. In diesem Tutorial nehmen wir die Rolle bis aufs kleinste Detail unter die Lupe. Und jetzt zeige ich noch ein paar andere Techniken für die Rolle allgemein. Fangen wir zum ersten Mal mit der dritten Technik der Rolle an. Also, wir fangen an mit dem Absprung. Ihr denkt sicher, für die Rolle, hä? Absprung? Wo ist da ein Absprung? Es gibt einen Absprung, nämlich von dem Hindernis und der euch dann unterspringt und abrollt. Die meisten lassen sich einfach fallen, weil sie Angst haben, weiter zu springen. Aber wenn ihr den Speed habt, dann noch mit dem Anlauf und dann abspringen und dann das Abrollen, merkt ihr, es wird euch gar nicht wehtun. Angenommen, hier wäre es jetzt etwas tiefer, sagen wir 1-2 Meter, machen wir einen Strecksprung. Bedeutet, also einfach ein Präzisionssprung, wir springen ab. Dann, das ist toll, wir haben die Hände dann hier schon unten, dann können wir noch zusätzlichen Schwung für die Rolle bekommen. Zusätzlichen Schwung eben für die Rolle bekommen und uns dann abrollen. Wenn wir zusätzlichen Schwung bekommen, können wir uns schnell abrollen und effizient. Gut, kommen wir jetzt zur eigentlichen Landung. Wenn ihr dann von eurem Absprungsobjekt abgesprungen seid, mit dem Strecksprung natürlich, sieht die Landung folgendermaßen aus. Wir machen es jetzt in ganz kleinen Schritten. Als erstes die Fußstellung. Ihr solltet am besten hier euer Gewicht verlagern nach vorne. Hier hinten, das tut euch nur unnötig im Fuß weh. Also, nach vorne lehnen mit den Beinen. Jetzt kommt die Winkelstellung. Das habe ich in meinem letzten Video auch total falsch gemacht. Der 90-Grad-Winkel-Mythos. Die meisten sagen ja, man soll die Beine 90-Grad-Winkel halten in der Landung. Das ist nicht so. Das beschädigt mir euer Knie, wie das es schont. Das bedeutet, euer Knie geht am Arsch. Also, was machen wir da? Ihr tut entweder weniger wie 90 Grad oder mehr wie 90 Grad. Ich bevorzuge, ich mache lieber mehr wie 90 Grad. Bedeutet, ich stehe so da. Aber wenn ihr weniger machen wollt, also wenn ihr ganz nach unten gehen wollt, dann müsst ihr gucken, dass ihr euer Gleichgewicht haltet, runtergeht, euch gleichzeitig nach vorne lehnt und dann richtig schön aushebt und abrollt. Dazu kommen wir jetzt. Wenn ihr dann abgesprungen seid, also aus eurem 45-Grad-Winkel oder mehr, setzt ihr dann die Hände so etwa seitlich auf, also nicht so, nicht so, so, und rollt euch dann hier über den gesamten Arm verteilt ab. Sieht dann so aus. So, kommen wir zum nächsten Teil der Rolle, nämlich wie ihr über den Rücken geht. Ist eigentlich ganz einfach. Ist genauso wie bei der ersten und zweiten Technik. Ihr geht einfach von der Schulter bis unten zum linken Schenkel. Wenn ihr euch mit der linken Hand abrollt, also so rum, nicht so, dann geht es eben von der linken Schulter bis zum rechten Schenkel. Gut, kommen wir jetzt zu einem unserer letzten Parts, nämlich die Stellung der Beine. Wenn ihr dann die Rolle, also ich mache es jetzt als Rechtshänder, durchgeführt habt, kommt jetzt noch auf die Stellung der Beine an und die der Hände. Wenn ihr euch abgerollt habt, dann mache ich meistens mit der linken Hand noch so, damit ich leicht aufstehen kann. Und damit es auch nicht so schmerzt, lege ich das linke Bein einfach so drauf. Das rechte Bein setze ich zum Weiterrennen auf. Bedeutet, wenn ich dann noch den Schwung benutze von der Rolle, kann ich noch aufstehen und den Run fortsetzen.